Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. Ja, in der letzten Folge haben wir Datumir verlassen und haben uns auf den Weg nach Bogano gemacht. Wir sind gerade auf Bogano und ja, wir gehen noch mal hier in den Jedi Tempel rein und Jedi Tempel als Gewölbe. Na, ist auch Jedi Tempel, ne? Und ja, gucken wir mal, was hier Cordava, ne? Uns hinterlassen hat für eine Prüfung. Wir müssen jetzt hier noch diese komische Murmel ja noch einsetzen und gucken, was hier uns hier drin noch erwartet. Und ja, dann finden wir eine Liste von Kindern und dann ist ja voller Happy End, ne? Ja, Grease ist wahrscheinlich ein Verräter, wenn ich nach den letzten Part gehe, aber das wird sich noch herausstellen. Und jetzt gucken wir mal, was hier drin ist. Ja, sehen wir nach. No, ist gar nicht auf der Karte hier eingezeigt. No. Okay. Jetzt kommt so was Ähnliches wie aus Episode 8. Diese Chronik unserer Zivilisation ist für die Nachwelt gedacht. Trotz Weisheit und Fortschritt stehen wir vor der Ausrottung. Dogmen ließen uns das Gleichgewicht verlieren und langsam hat unser Stolz uns korrumpiert. Ich merke gerade, BD ist gar nicht mit uns. Ja, weil wir halt hier sind, ne? Hallo, ich suche eine Liste irgendwo. Hat hier jemand eine Liste? Oh, hi. Ich führe den Rest meines Volkes ins große Unbekannte. Frieden, dies ist unsere große Hoffnung. Ich meine, irgendwie voll Dark Souls Feeling. Ja, könnte irgendwie so eine Szene aus Dark Souls sein, ja. Meister Kestis, wir werden mit dem Aufwärmen beginnen. Was ist die Macht? Versammelt euch alle. Meister Kestis, glaubt ihr, das Imperium findet uns? Okay. Ich bekomme Erleuchtung, während ich hier durchrenne. So ein Gefühl. Er kann aber nicht die Zukunft sein, was wir jetzt gerade gesehen haben. Vielleicht ist das die Zukunft, ne? Weil so ein Happy End stelle ich mir jetzt nicht vor von dem Spiel, also. Sie können nicht weit sein. Na, spätestens, wenn man irgendwie so Leute. Hilft mir, Meister Kestis. Rücke vor. Na, spätestens, wenn man so Leute in erste Ordnung Klamotten
rumlaufen sehen, dann ja. Ausschwärmen, da sind noch mehr. Erfe. Du kannst dich nicht verstecken. Hab ich dich. Ah. Ja, all die Jünglinge, die wir ausbilden, werden alle umgebracht, ne? Wollen wir das wirklich machen? Schon wir vielleicht die Jüngsten. Ganz recht. Auf die Knie. Oh. Ich kann die sowas von nicht leiden. Ne? Oh. Ist der Torstern? Ich habe Angst. Was passiert mit uns? Warum? Ich will nicht hier sein. Oh. Was für ein Trip bin ich denn hier? Vielleicht sollten wir doch nicht diese Kinder alle suchen. Ja. Oh Gott, ey. Okay. Werde ich auch zum Inquisitor? Ich will raus, das ist ein Traum. Das wäre ein bisschen zu trippy, ja. Ja, und nun? Planänderung, würde ich sagen, ne? Oder wie geht's jetzt weiter? Ich hatte schon befürchtet, dich hier zu sehen. Oh, wie ungewöhnlich vorausschauend von dir, Padawan. Ich dachte, deine größte Tugend wäre deine Sturheit, wenn du von einem Debakel ins nächste stolperst. Dann war es wohl ein Fehler, mich auf Bracca nicht zu töten. Das war Mitleid. Was ist schon ein kleiner Padawan gegen einen Preis, der mir die Gunst des Imperators verschafft? Und du glaubst, ich lasse dich mit dem Holocron entkommen? Aber natürlich nicht. Wir haben beide unseren Stolz. Aber dein Stolz hat das Leben so vieler machtbegabter Kinder auf dieser Liste gekostet. Und jetzt auch dein Leben. Wie du gesagt hast, ich bin sehr stur. Ja, ich glaube, Greed hat uns ja verpfiffen, ne? Aber wie anders sollte die denn jetzt sonst wissen, dass wir hier sind? Immer noch auf der Flucht? Ich frage mich, ob die genauso schwer wieder eine Olle. Ich versuche vorsichtiger zu sein. In die Fresse. Trilla Suduri. Oh, wolltest du mich greifen gerade? Bis jetzt ist die noch halbwegs angenehm, aber ich mache jetzt auch nicht so viel Mist gerade. Oh, diesen Angriff. Oh Gott. Oh Gott, ich wollte schon sagen. Oh Gott. Einfach so. Oh, sei vorsichtig. Es kommt direkt aus der Hölle.
geht nicht. Wir dürfen uns nicht trennen. Bleiben wir zusammen. Nein. Ich locke sie weg und kehre dann auf einem anderen Weg zurück. Bleib bei den Jünglingen, Trilla. Möge die Macht mit dir sein. Meisterin, bitte geht nicht! Trilla, was wird jetzt passieren? Alles okay. Alles okay. Ja. Mann, was soll das Schwert jetzt los? Weiß doch alles, was du berührst, sag. Was Erinnerung von. Warte mal, die ist gegangen? Hätte ihr Lichtschwert zurückgelassen? Cool. Okay. Bin irgendwie fort. Wenn ich ganz gegen die kämpfen mussten. Gut, so diese blöde Olle. Gib mir gefälligst das Ding wieder zurück, ey. Geht mal ja, da geht ja mal gar nicht hier, ey. Ich meine, ich habe zwar dafür ein cooles Schwert jetzt bekommen, aber ja. Ist wahrscheinlich nur Dekoration. Hängt das bei mir irgendwo? Nee, ne? Schade. Grace. Boah, da sind schon Sturmtruppler und so. Gibt's da jetzt nicht. Hi. Hinter euch, Kollegen. Na gut, ihr kloppt euch mal. Ne, ich gehe mal hier weiter. Ah! Gott, meine Ausdauer. Ja, ich krieg doch nie im Leben noch ein Level ab oder so. Sehe ich so aus? So. Da ist die Mantis. Hey, ihr. Verpisst euch. War. Wir haben überlebt, ey. Ja, gesamte Imperium ist hier, ey. Alter, ey. Ich habe jetzt keine Zeit für euch. Bin gerade auf einen riesigen Trip, ey. Okay, ja. Wo lang? Ich geh mal da lang. Okay. Wir mal wetten, dass das Grease war, der uns verraten hat. So sind wir nur normal auch. Unter anderem. So, die Frage ist jetzt, das große Ding noch am Leben? Der hat umgebracht, oder? War irgendwie voll symbolisch. Überall, wo das Imperium ist, gibt es Tod und Zerstörung. Aber das Ding ist echt weg. Nein, sie haben es umgebracht. Ja, vielleicht kommt er gleich und hilft uns irgendwie und rettet den Tag. Weiß ich. Keine Ahnung.
Schau ich das da hinten hin? Nee. Aber nein, schau ich, glaube ich. Obwohl. Warte mal, was? Ist eine hübsche Ergänzung für das Terrarium. Sagen wir nicht, dass das letzte Ding, was mir noch gefehlt hat. Tue ich ja mal immer so ein Ding stolpern noch. Okay. Boah, geht mir aus dem Weg. So, warte. Was sieht da? Das kommt auch Sturm, klar aus, pass auf. War schon dunkel darin. Ist verdächtig. Und die spawnen einfach dahin. Ich habe gesehen, was geschehen ist. Zwischen euch und Thriller, was ihr durchgemacht habt. Es tut mir leid. Ich war arrogant und echt dämlich. Ich habe nie verstanden, was ihr durchgemacht habt. Sie hatte ein Holocron. Sie hat unser Holocron. Ich weiß nicht, wo sie hin will. Ich bin verantwortlich für den Weg, den Thriller verfolgt. Und was sie als nächstes tut, ist die Quittung für all meine Fehler, Kerl. Unsere Fehler sind Vergangenheit. Wir sind alle verantwortlich. Und was wir als nächstes tun, ist das Wichtige. Das habt ihr mich gelehrt. Du hast recht. Ich weiß, wohin sie will. Zu einer Festung. Dorthin bringen sie Jedi. Die Inquisitoren kommen von diesem Ort. Dort regiert Folter. Es ist der Ausgang meiner Flucht. Hätte nie gedacht, dass ich zurückkehren würde. Ihr geht aber nicht allein. Ihr habt einen Freund bei euch. Und einen Verräter. Nein. Und eine Hexe. Wie nein? Ich habe einen Jedi bei mir. Okay, ich wollte schon sagen. Kniet nieder. Schlägst du mich jetzt zum Jedi-Ritter oder was? Gemäß dem Recht des Rates, nach dem Willen der Macht, Cal Kestis. Steh auf, Jedi-Ritter. Du bist bereit. So wie ihr. War mal gerade kurz das als Star Wars Thema rausgehört von einer neuen Hoffnung. Inquisitoren fest und jetzt einfach irgendwie geploppt. Okay, nein, der ist hier. Nein, ich habe keine Ahnung, wo ich einen verpasst habe. Dreck, Grease, wo warst du in den letzten 24 Stunden? Hör mal. Wir haben viel erlebt. Aber wenn du Öl oder sowas auf meine Pflanzen kippst. Na gut, sei einfach vorsichtig. Mit dir einfach so was dann. Wir sollten hier nicht lange bleiben. Okay. Ich möchte noch mal ganz kurz gucken. Kann ja sein, ich weiß nicht. Bezweifle ich zwar, aber vielleicht habe ich ja neue Sachen jetzt gelernt. Ne? Aber glaube ich nicht. Ich bin jetzt ein Jedi-Ritter, das ist jetzt Star Wars Jedi Knight Fallen Order. Heißt das Spiel jetzt, ne? Alles klar. Gut, ich brauche, glaube ich, was? 5 Punkte? Wenn ich dann irgendwie alles noch lernen kann, aber ich habe so das Gefühl, das werden wir nicht mehr erreichen, ne? Gut. Aber dann gucken wir mal. Dieser schwarze Streifen hier so in der Mitte schon immer irgendwie, der irritiert mich voll. So,
Inquisitor-Festung. Nur. Okay. Ja, Karte kann ich schlecht gucken. Dann auf nach Nur. 3, 4, 5, 6 Planeten. Lichtsäbel. Ich habe echt Angst vor dem Ding. Vermissen Sie es? Nein. Das kam schnell. Ein Blaster macht genau das, was ich brauche. Dagegen ist ja nichts töten. Zu sagen, aber dieses Lichtschwert-Dings, das ist schon was anderes. Nicht die Waffe zählt, sondern die Person, die sie führt. Klar, wenn ich das Ding führen würde, wäre ich namenlos. Schon okay. Sie haben ja genug. Boah. Oh Gott, war das rassistisch. Drehte sich also. Oh Gott, verdammt, war das gerade rassistisch. Wir verlassen gleich den Hyperraum. Setz dich. Okay, ich setze mich ja schon. Ist ja gut, Mann. Ist ja gut. Grease. Freund. In Anführungszeichen. Das ist nicht gut. Für diese Verteidigung hier werden unsere üblichen Tricks nicht reichen. Ich kann helfen. Was schwebt dir vor? Ein Ritual. Es wird das Schiff verstecken, hoffe ich. Ein Ritual? Sie kennt sich mit solchen Sachen aus. Nein, halt, Moment mal, ganz ruhig. Also, was brauchen wir dafür? Ein Opfer. Einer deiner Arme wäre schön. Wie, was? Entspann dich wieder. Kommt vor zu mir. Schwestern, Mutter, leiht mir eure Kraft. Schwestern, Mutter, leiht mir eure Kraft. Was immer sie da macht, es funktioniert. Wie hoch stehen wohl die Chancen? Du weißt, ich zähle auf dich. Danke, Grease. Wenn das dein richtiger Name ist. Sobald wir drin sind, werde ich ihre Abwehr angreifen und sabotiere ihre Sensoren, damit die Mantis uns rausholen kann. Du suchst das Holocron. Sollten wir uns wirklich trennen? Wir müssen es versuchen. Das Leben aller Kinder auf der Liste steht auf dem Spiel. Was immer da drin passiert und was immer du siehst, mach dir keine Sorgen um mich. Hol es und dann raus. Wir nähern uns der Festung. Es ist soweit. Ja, dann mal rein da. Sind unter Wasser. Ach ja. Wir haben ja gerade so gedacht, das ist ein bisschen ungünstig, aber stimmt, wir haben ja Datei. Hab ich ganz vergessen. Okay. Lass mal sehen. Was? Da fehlt ein Ding. Nein, wir müssen noch mal zurück. Ja, was soll's. Okay. Wir fangen mitten unter Wasser alle an. Schlimmer kann es ja gar nicht mehr sein. Also hat das Gefühl, wir kommen nicht mehr zurück zum Mantis oder so.
Aber ja, ist jetzt auch egal, wenn wir alles. Okay. Das Gebäude, diese Form kommt mir irgendwie voll bekannt vor. Ich weiß nur nicht, von wo. Da schwimmt irgendwas. Was? Ich kann da nicht lang. Wo muss ich denn lang? Wo muss ich denn lang? Da rein? Da rein. Ne. Pass auf. Ist irgendwie voll faszinierend, Sturmtruppler zuzuhören. Hi, was geht, na? Hi, guck mal, wer ich bin. Oh Gott. Gott. Ja, der Finisher, der hat mich gerettet. Ich habe das Holocron geortet. Schicke dir jetzt die Koordinaten. Hab sie. Unterwegs. Ich dachte schon. Schwimmt meine Karte jetzt rum, die geht automatisch dahin. So, 6% erkundet, 20%. Kumpel, hier rüber. Aber es gibt sowieso keine Dingens mehr, ne? Keine Schatzruhen oder so. Schatzruhen. Keine Klamotten mehr zu finden, also. Ist doch. Ei. Egal. Ja, lass dich mal hacken. Ja, mach mal zu, danke. Da. Die werden jetzt gleich ganz überrascht sein, wenn die Tür aufgeht, wollte ich sagen, aber so, kämpf für mich. Was? Wie nicht gehackt. BD. Verrate du nicht auch noch mich. Boah. Schluss mit Ausweichen. Oh Gott. Ein paar Treffer noch. Ich habe so das Gefühl, Sturmtruppler können echt nicht mit Granaten umgehen. Die hauen sich immer irgendwie selber damit in die Luft. Boom. Ich treffe ihn nicht. Verstand, du tötest mich nicht. Wenn man die Balken einfach nur so. Oh nee, da hinten sehe ich was nicht Schönes. Und da ist auch so ein Doppelkling-Typ. Oh, wie viele kommen denn da noch? Hast du über mich gesagt? Ja, was du hast. Ich glaube, du was hat, ne? So. Okay, da kommt noch einer. Ich gehe bei dieser Verfolgung voraus. Ja, das hast du davon. Aber ich habe dich gesehen noch im letzten Moment. Oh Gott. Ich treffe ihn nicht. Ah, warte mal.
Nein, jetzt schießen die wieder, ist klar. Ja, geh mal auf den los. Genau so hatte ich halt geplant. Meinst du mich oder deinen Kollegen? Ihr wurde hier gefoltert und Thriller zur dunklen Seite gebracht. Reißen wir es ein, BD1. Ah! Keine Ausdauer mehr. Hi. Na. Der hat dazu gemacht. Dieser Pisser, ich wollte den gerade ziehen, ey. Habe ich gar nicht gesehen. Gibst du endlich auf? Ah, zu früh. Alle zusammen. Los, komm mal her. Hey, du, komm mal her. Ich will mal ausprobieren. Puh! Ja, ah, wann können die das denn? Oh Gott, nein, nicht so flexen oder Chokeslam. So, tun wir diesmal vernünftig hacken. Hey, was ist das? Hier braucht Strom. Sieht gut aus. Da war doch gerade so eine hier. Ich habe gerade gesehen, wie hat jemand abgemacht hat. Nur vom wo? Ja. Geht nicht. Strom. Oh. Strom. Da. Es werde Licht. Oh, sieh mal bitte. Ah, das war Dings, ja. Was bewirkt? Sehen wir es uns an. So, ich nehme mal an, die Tür ist jetzt da offen. Flute die Basis und schwimmt zum Festungskern. Ein tollkühner Plan. Wir treffen uns drin. Viel Glück. Okay, gehen wir, BD. Dieser Tür sieht schwach aus. No. Okay, so geht's auch. Erstmal mit so einem Speicherpunkt, ne? Also ist jetzt schon eine Weile her. Ich weiß jetzt nicht, wo ich lande, wenn ich verrecke. Ey. Nun. Einfach hier raus oder was? Okay. Ja, ich habe mich am Glas geschnitten. Du hättest hier nicht erkunden, also. Ich nehme jetzt einfach mal hier an, hier ist nichts mehr versteckt.
Ja, und ja, die sind einfach ersuppelt. Haben sie verdient. Oh, hier gibt es schon noch irgendwie Sachen. Ja, ich habe schon wieder voll viele Sachen verpasst anscheinend. Aber die Datendinger sind mir sowieso egal, also interessiert mich jetzt nicht mehr. Da habe ich sowieso schon Sachen verpasst von. Von daher macht das jetzt auch nicht mehr einen Unterschied. Okay. Das musste getan werden. Er durfte niemanden sagen, dass ich hier bin. BD denkt sich einfach nur so, kannst du das? So, haben wir ihren Schnitt wieder, ne? Ja, das bietet sich immer so an, irgendwie Schnitte zu machen, deswegen 40% der Kunden, das, ja, also gut. Und da müssen wir hin. Ne? Gut, dann würde ich sagen, ich bin die Party hier. In der nächsten Folge geht es noch weiter in der Inquisitorenfestung. Und ja, ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Hoffentlich hat euch der Part gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Es wäre sehr lieb von euch. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Sikorski.